Ja, man muss es doch einfach wiederholen und wiederholen und wiederholen. Man muss es einfach immer wieder machen, wenn es denn lübt. Von daher ran ans Wasser, ran ans Nordmeer, schön mit den Grundruten rauswerfen und Fische reinholen. Und zwar schön langsam, denn die haben Bock, hier gerade eben wieder schön die Plattfische an einem der wohl wichtigsten Spots am Nordmeer. Das Grundangeln am Nordmeer klappt immer wieder ganz gut. Wir haben hier richtig stabile Brocken und das Beste ist, ich habe gerade eingeloggt nach dem Server-Reset oder Neustart und habe mir gedacht, komm Alten, guck noch mal, was am Nordmeer geht. Oha, erster Schellfisch und das ist doch der Hammer. 5 Fische im Sack und das ist der erste Shelly und das mit dem ersten Sonnenschein. Also, Schlechtwetterphasen gleich Grundangelphasen. Hatten wir heute auch im Livestream. Ich war ja heute ein bisschen am Nordmeer unterwegs, solange die Server noch da waren, bis 22 Uhr. Und hab da ein bisschen rumgeangelt. Und als es losging, hieß es direkt, Alten, Schlechtwetter, geh doch hier direkt an Land. Lübt doch richtig gut an Land, wenn Schlechtwetter. Jau, hatte ich, glaube ich, im letzten Video zu genau diesem gleichen Spot auch schon gesehen und gesagt. Und jetzt gerade gucke ich nochmal ins Wetter rein, nachdem ich eingeloggt habe und sehe hier, ohauaha, Schlechtwetterfront. Und die werde ich jetzt hier durchziehen. Ich werde einfach ein nach dem anderen hier rausziehen. Schlechtwetter ist genau das, was ich will. Relativ kühl, es geht deutlich kälter hier bis 0 Grad, aber relativ kühl hier und ja, wichtig, Dauerregen. Gerade war schon bewölkt, jetzt gerade eben, genau, kommt so ein bisschen die Sonne durch, aber gerade war eben auch schon bewölkt, auch der Tag davor die ganze Zeit bewölkt. Und ja, jetzt hier die Morgenstunden. Ich hoffe, dass es gleich wieder direkt ins Bewölkte reingeht. Kann einfach die ganze Zeit bedeckt sein, denn im Moment sieht es so aus. 18 Minuten, 5 Fische, Steinbutt 3 bis 5 Kilo. Das ist schon mal richtig gut. Ein Sternrochen ist auch schon dabei. Und der Schellfisch jetzt gerade als erstes auf dem Wattwurm. Seeringelwurm, Sternrochen auch auf dem Wattwurm und dann haben wir hier Seeringel und Wattwurm. Also es variiert tatsächlich beim Steinbutt zwischen Wattwurm und Seeringelwurm. Ja, müssen wir jetzt einfach testen, was vielleicht noch effektiver ist. Wobei ich eben, hoppala, weiter geht's, zweimal den Seeringelwurm draußen habe. Von daher müsste natürlich dann die Frequenz da drauf größer sein. Sollte jetzt hier gleich direkt wieder ein Schellfisch reingehen, dann spare ich mir meine teuren Köder. Wobei das vom Gewicht hier, vom Gewicht her passt es. Aber wenn hier wirklich jetzt bei Sonnenschein gleich die Shellys reingehen, dann lasse ich die Shelly im Wasser und warte ab auf Schlechtwetter. Das ist ja einfach der Oberhammer. Gucken wir mal, kann ich hier noch ein bisschen ziehen? Bremse ist schon schön hoch, läuft. Wir gucken uns natürlich das Setup gleich nochmal alles im Detail an. Und auch die Entfernungen. Ich habe hier 2 Routen auf 40 und die eine auf 35 Meter. Ja, müsste eigentlich so sein. 2 Routen auf 40 Meter raus, eine auf 35 Meter. Oder andersrum, 2 auf 35, eine auf 40. Wir gucken uns das gleich nochmal eben an, wie weit die hier raus ist. Und dann haben wir das, ich glaube, die ist auf 35, 2x35, einmal 40. Gucken wir. Und ja, bisher, wie gesagt, von der Frequenz her passt das schon. Jawohl, nächster Kandidat nehmen wir natürlich auch gerne mit. Nächster Steinbutt, nächsten 40.000 EP und auch bestimmt ganz gut Cash mit den Steinis hier. Clip 40, okay. 2x40 Meter. Zack, raus damit und in den Clip und sofort zumachen. Das heißt, die bommeln quasi, und da ist auch schon sofort einer dran, die bommeln quasi halb absinkend an der Kante
und liegen, glaube ich, gar nicht mal richtig auf dem Grund. Also auswerfen hier auf die 40 Meter, absinken lassen und auch sofort dann den Bügel zumachen. Und dann hängen die in der Drift sozusagen und bommeln da rum. So ist das doch, so soll das doch. Oh, den haben wir auch noch nicht gehabt bisher. 1,7 ist soweit auch ganz okay. Halt, ich gucke hier auch gerade nochmal, war doch auch gleich, ne? Genau, auch 40 Meter. Einfach hier raus, immer zu dem großen Berg sozusagen. Bügel zu, ablegen und weitermachen. Ja, das Ganze, wie gesagt, von der Frequenz her soweit schon mal ganz okay. Lohnt sich auf jeden Fall von der Zeit her wunderbar. Aber auch das natürlich auch etwas, was man eben machen muss. Naja, oder machen kann, wenn man ein bisschen Zeit hat. Das ist halt für nebenbei, was ich halt immer mache, ist hier reingucken. Und ich lasse das so offen, während ich dann hier auf dem anderen Monitor was anderes mache, Videoschneide oder. Und dann sehe ich ja, dass hier die Schrift anfängt zu flackern, wenn ein Biss kommt. Hatte ich im letzten Video auch schon gesagt, dann ist das halt immer ein Indikator und das flackert halt so im Augenwinkel. Eine der drei Routen hat dann einen Biss und dann kann man da mal nachgucken, welche Route es ist, wenn die nicht eh schon kopfüber im Wasser hängt. Setup. Relativ simpel auch wieder, heute hier mal wieder mit geflochtenen Vorfächern. Beim letzten Mal war ich, glaube ich, ohne Vorfach unterwegs, nur mit der Monoschnur 36 Kilo. Jetzt nochmal eben hier mit den geflochtenen Vorfächern, nochmal ein bisschen dünner sozusagen. Also die Schnur nochmal ein bisschen dünner gewählt, aber eben auch hier 4 Nuller Haken, ziemlich groß reingegangen, Wattwurm und Seeringelwurm, das beides eben als Köder. Wo kriegen wir die her, die Köder? Die kriegen wir da hinten von Björns. Björns Angelboot, das ist Ette hier. Dieser Kahn ist der Björn, Björns Angelshop. Wir haben gerade auch immer noch ein bisschen Ebbe. Ja. Das heißt, ja, gerade war es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das Boot war sogar noch ein bisschen tiefer. Und man musste dann tatsächlich hier von der Waderkant hier quasi fast so ein bisschen runter gucken und dann unten ins Boot quasi rein zum Shoppen. Aber auch das geht und ich weiß nicht genau, ob das mit der Ebbe und Flut noch zusammenhängt. Also wie gesagt, bisher die Frequenz hier auch echt ganz gut und auch die Fische ganz gut. Vielleicht ist das ja auch nochmal so ein Ding, da zuppelt es schon wieder, dass es vielleicht auch an der Ebbe und Flut liegt. Kann natürlich auch noch sein. Ne? Ist ja auch nochmal so ein Faktor. Gucken wir nochmal eben rein. Sehen wir, dass hier jetzt die Schrift flackert. Zweimal hat es jetzt gerade gezuppelt hier auf der mittleren. Ich lasse es auch nochmal. Einfach nichts machen und dann gleich gucken, ob es anfängt zu flackern. Und da flackert es doch auch schon los, oder? Jawohl. Sieht man das? Ich weiß es gar nicht, ob man das so sieht in der Aufnahme. Also bei mir springt jetzt hier gerade die Schrift, aber oh, da ist er drauf, direkt auf dem ersten hier. Wie gesagt, ist halt die Frage, ob man das in der Aufnahme richtig sieht. Es ist halt so ein ganz kurzes Ruckeln immer der Schrift. Werdet ihr sehen, passiert bei, warum das passiert, keine Ahnung, aber passiert bei allen Angelmethoden. Könnt ihr einfach mal testen, ob das auf Giebel und Karauschen ist oder. Wenn dann ein Biss dran ist, flackert da die Schrift. So. Jetzt mache ich das, glaube ich, so, dass ich hier einfach auch schon mal einen Köder draußen lasse. Und ich warte jetzt hier ab auf richtig schlechtes Wetter. Die beiden anderen lasse ich jetzt noch drin. Aber ich will jetzt hier nicht weiter Seeskorpione farmen oder Schellfische. Ich will die Plattfische, im Idealfall als Trophy, Sternrochen, Steinbutt und gerne auch die Scholle. Also die können hier gerne reingehen. Im Moment, wie gesagt, sehr, sehr viele Steinbutt. Und ja, wenn die hier gleich reinballern, dann ist das alles schön. Jetzt warte ich, wie gesagt, noch ein bisschen auf die Schlechtwetterphase. Und wenn jetzt gleich die Sonne weg ist, schmeiße ich auch alle Routen wieder raus. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir und hilft mir sowas von. Könnt ihr euch nicht ausdenken. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer schön Russian Fishing 4. Und dienstags, donnerstags und sonntags zurzeit The Hunter Call of the Wild. Anfangs gehen wir noch ein bisschen angeln. Immer so 1-2 Stunden angeln, je nachdem, wenn es gerade ein Turnier gibt oder so, dann ziehen wir da noch ein bisschen durch. Und danach gehen wir aber noch entspannt
jagen. Guck mal hier, hier ist nochmal ein dicker Brocken. Guck dir das an, den nehmen wir doch nochmal mit, ne? Den nehmen wir nochmal mit. Deswegen ist es immer gut, wenn man hier Routen oder ein Setup hat, was auch, wo man auch mal vielleicht die Bremse dicht macht oder richtig schön hoch. Denn die schweren Steinbutt und so, die, ja, die brauchen halt auch echt manchmal eine Maximalbremse, damit man hier auch wirklich das letzte Ding dann hochgepumpt bekommt. Richtig, richtig nice. Ich hoffe nicht, dass er ausschlitzt. Passiert auch ab und zu mal. Aber im Moment sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Wir kriegen den gut hochgepumpt, recht langsam. Wir wollen es nicht übertreiben. Auch da ist es dann natürlich praktisch, wenn man sowas hat wie eine Venga oder eine Overlord hier. Ich glaube, mit der Tagara ist das dann da auch wieder ein bisschen tricky, denn die geht nicht, die wird nicht langsamer beim Reinpullen, sondern die zieht dann eben auch mit purer Gewalt dann da durch. Das kann halt schon mal mehr zu Ausschlitzern führen. So, komm ran hier. Das ist doch sehr, sehr angenehm. Jetzt hier tatsächlich nochmal auf dem Wattwurm ein schöner Brocken. Und er kommt nochmal ran. Krass. Richtig, richtig krass. So, nochmal ein bisschen laufen und dabei quasi gleichzeitig ziehen. Und hier auch nochmal reinziehen. Jawohl. Und auf der anderen bimmelt es auch schon los. Halt, nicht ins Wasser fallen. Komm ran hier. Das ist ja mal der Hammer, ey. Das ist ja mal der Hammer. Ist das vielleicht sogar schon die Trophy oder was? Ich glaube, die wird noch ein bisschen mehr abziehen, oder? Ich glaube, die wird noch ein bisschen mehr abziehen. Oder ist es halt ein Sternrochen? Aber so und so schwer, so und mehr können sie gerne werden. Gerne die dicken, fetten Platten. Schön hier vom Land. Ist das super. Na, komm ran. Da ruckt es und zuppt es noch weiter. Hammer, hammer hart. Okay, ich gehe noch mal ein bisschen nach hinten. Mach jetzt mal ganz dicht. Oha. Oha, oha. Okay, ich mache mal wieder auf. Beziehungsweise ich halte erstmal gerade nur. So, perfekt. Bremse noch mal wieder auf. Das ist ja krass. Okay, der hat hier gerade richtig Power. Der hat gerade richtig, richtig Gewicht. Das ist schön. Endlich mal wieder so ein richtig schöner Brocken. Vor ein paar Tagen oder vor einer Woche, nee, war das beim letzten? Ist schon ein bisschen her. Beim letzten Video hier an dem Spot hatte ich auch ein paar richtig schöne Brocken dabei. Knapp an den Trophys auch noch, relativ knapp dran vorbei. Meine größten Steinbutt hier gefangen. An der Stelle bisher. Noch keine Trophy. Leider bisher immer noch keine Trophy. Das ist aber gerade richtig krass. Also sie wehren sich, die wehren sich halt richtig, richtig gut und da kommt er an. Ist das Trophy-Gewicht? Nee, ne, das sieht so klein aus. Er sieht so ipschig aus. Bam, 10 Kilo, jetzt überleg mal. 10 Kilo? Oder er hätte einfach nochmal 15 oder 17 Kilo. Alter. 100.000 XP für einen schönen Fight auf dem Steinbutt. Und hier geht's auch direkt weiter mit dem nächsten Brocken. Ja, krasses Ding, krasser Spot, läuft einfach gerade wieder. Jetzt aber Petri Olümmels, bis zum nächsten Mal.